Hallo, heute besprechen wir unsere Metaprogramme. Dieser Begriff ist bekannt und vor allem in der letzten Zeit ist er bekannt geworden. Das ist mein Metaprogramm. Aber die wenigsten Menschen verstehen, was das wirklich bedeutet. Leider verwenden wir den Begriff, das Metaprogramm, für uns, um verschiedene Ausreden zu suchen. Ja, ich komme immer zu spät zu meinen Terminen, aber ich bin ja nicht schuld. Das ist mein Metaprogramm. Oder ich bin ein bisschen egoistisch, ja, und ich reagiere so komisch und denke zuerst auf mich, aber ich bin nicht schuld. Das ist mein Metaprogramm. Was bedeutet dieser Begriff? Dieser Begriff kommt aus dem NLP. NLP ist neurolinguistisches Programmieren. In der klassischen Psychologie triffst du diesen Begriff nicht. Metaprogramme sind übergeordnete Kontrollinstanzen, die Folgendes steuern: Ob wir eine gewisse Information aus unserer Umgebung aufnehmen, wie wir diese Information aufnehmen, wie wir sie verarbeiten, wie wir emotional auf diese Information reagieren und was wir danach tun. Das sind sogenannte Filter in unserem Unbewussten. Und durch diese Filter filtrieren wir alle Informationen aus der Umgebung und daraus entstehen unsere Verhaltensmuster. Warum ist es so wichtig, zu verstehen, welche Metaprogramme du hast? Damit du dich besser verstehst, damit du dir nicht Schuld gibst zu oft für verschiedene Sachen, die du deiner Meinung nach nicht perfekt machst, und damit du deine Mitmenschen besser verstehst, deine Familienmitglieder oder deine Partner. Ich erkläre dir, was ich meine. Nehmen wir an, du fliegst mit deiner Partnerin auf Urlaub in ein schönes Hotel am Meer. Und das ist ein neues Hotel. Und wenn ihr ins Hotel kommt, du vergleichst dann dieses Hotel mit dem Hotel aus dem vorigen Jahr. Und du sagst zu deiner Partnerin: Schau, Monika, das Hotel ist genauso schön wie voriges Jahr. Und zwar, das Meer ist genauso sauber, die Anlage ist genauso grün, die Gäste sind nett, das Personal ist auch nett. Die Zimmer sind groß und bequem und ich fühle mich gut. Und deine Freundin Monika sagt dir: Heinzi, bist du blind? Siehst du nicht, dass es so viele Unterschiede gibt? Erstens ist das Hotel viel kleiner. Zweitens gibt es zu viel Russen bei den Gästen. Drittens ist die Anlage nicht so wie voriges Jahr, denn voriges Jahr hatten wir mehr Blumen im Garten. Und das Meer ist nicht so warm und so blau wie voriges Jahr. Verstehst du nicht, Heinzi? Du siehst überhaupt nichts. Ihr versteht einander nicht in diesem Fall. Warum? Denn Monika ist ein Mismatcher. Sie hat das Metaprogramm Mismatcher. Das heißt, sie sucht immer Unterschiede und du bist ein Matcher. Beim Vergleich suchst du immer Gemeinsamkeiten. Und wenn du das weißt, dann reagierst du ganz ruhig darauf, was Monika dir erzählt. Es ist sehr wichtig, dein Metaprogramm zu kennen. Wir haben 10 Basis-Metaprogramme laut NLP. Über alle 10 werde ich heute nicht berichten. Ich nehme nur ein Metaprogramm, Option Prozess. Wir Menschen alle haben dieses Programm. Entweder Option oder Prozess. Option, das sind Möglichkeiten. Menschen, die das Metaprogramm Möglichkeiten haben, sie suchen immer etwas Neues, neue Chancen. Sie sind sehr neugierig und sie haben das Programm, man sagt noch dazu, ein Radfahrer. Das heißt, sie gehen schon zu ihrem Ziel, aber wie ein Radfahrer. Wie fährt ein Radfahrer? Vom Punkt A zum Punkt B. Aber unterwegs entscheidet er sich, ob er heute den Weg durch den Wald nimmt oder den Weg durch die Wiese. Dann fährt er weiter, auf einmal sieht er ein Dorf und denkt: Ich fahre da ins Gasthaus und trinke noch ein Bier.
Er kommt schon irgendwann in diesen Punkt B, aber anders und jedes Mal anders. Das sind Menschen mit dem Metaprogramm Option. Sie sind immer neugierig. Es gibt natürlich Vorteile und Nachteile bei jedem Metaprogramm. Das bedeutet nicht, dass ein Metaprogramm gut ist und das andere schlecht. Was ist bei Option gut? Das sind Menschen, die immer Chancen nutzen, denn sie sehen ja diese Chancen, neue Varianten, neue Chancen. Aber die meisten Menschen mit dem Metaprogramm Option können sehr, sehr schlecht planen. Weil es kommt ja immer etwas dazwischen. Es kommen neue Chancen, neue Möglichkeiten. Und manchmal verzetteln sie sich, sie verlieren sich zwischen diesen Möglichkeiten. Die Kulturen, die dieses Programm haben, das sind Russen vor allem. Die meisten Russen sind optionsorientiert. Sie sehen immer Möglichkeiten, immer Chancen. Und 99% Russen können nicht planen. Alle Russen planen immer, wenn sie zum Ziel gehen, den Schritt 1, 2, höchstens 3. Und wie handeln wir danach? Und danach handeln wir den Umständen entsprechend. Das ist ein wichtiger Ausdruck in russischer Kultur. Wir handeln danach den Umständen entsprechend. Weil die Russen nicht planen können. Warum können sie nicht planen? Weil sie dieses Metaprogramm Option haben. Die meisten Europäer haben das Metaprogramm Prozess und sie können sehr gut planen. Dieses Metaprogramm kann man vergleichen mit einem Golfspielen. Wenn ein Golfspieler auf einem Golffeld steht, dann weiß er genau, er muss irgendwann den Ball ins Loch mit der Fahne schießen. Und er weiß genau, wie er hier vorgeht. Zuerst den Schritt 1, in dieses Loch schieße ich den Ball, dann den Schritt 2 in dieses Loch, dann den Schritt 3 in nächstes Loch und irgendwann schieße ich dann den Ball ins Loch mit der Fahne. Ich weiß nicht, wie es heißt. Spielt zwischen euch jemand Golf? Könnt ihr mir das erklären, wie das letzte Loch mit der Fahne heißt? Das heißt, der Golfspieler, der prozessorientierte Mensch, konzentriert sich auf auf diesen Prozess. Es gibt Vorteile, er kann sehr gut planen und prozessorientierte Menschen planen sogar ihren Urlaub, jeden Tag im Urlaub. Was machen wir heute? Was machen wir morgen? Sie sind nicht so spontan wie Menschen mit dem Metaprogramm Option, aber es geht alles nach dem Plan. Und das hat seine Vorteile. Die Menschen mit dem Metaprogramm Prozess sind sehr traditionell. Kleine Veränderungen mögen sie nicht. Was? Ich soll dieses Jahr Weihnachten bei meinen Nachbarn feiern? Na, das geht nicht. Das ist ein riesengroßer Stress. Ich feiere Weihnachten immer bei meinen Eltern. Dort weiß ich, was ich meinen Eltern schenke. Dort singen wir Weihnachtslieder. Ich kenne mich aus mit dem Ablauf dort. Und bei den Nachbarn, ich kenne mich nicht aus, ich fühle mich nicht wohl. Das sind Menschen mit dem Metaprogrammprozess. Wenn du dich mit Metaprogrammen auskennst, dann verstehst du jede Kultur. Du verstehst jeden Menschen, warum er so handelt und nicht so. Das bedeutet nicht, dass du ihn rechtfertigst, aber du verstehst, warum er das macht, warum er das sagt. Wie immer, wenn ich aus Europa nach Russland fliege, beobachte ich Menschen beim Einsteigen ins Flugzeug. Und Russen sind optionsorientiert. Sie steigen ganz anders ins Flugzeug ein als Menschen aus Europa, die prozessorientiert sind. Denn wenn Russen optionsorientiert sind und sie sehen keine Optionen mehr, keine Möglichkeiten, dann sind sie perfekte Menschen, die einen Befehl befolgen. Du sagst
und sie machen es sofort. Und beim Einsteigen ins Flugzeug sehen ja Russen keine Optionen. Stimmt, sie können ja nicht durchs Fenster einsteigen. Sie wissen ganz genau, meine Aufgabe ist es hier, so schnell wie möglich hineinzugehen und so schnell wie möglich mich hinsetzen. Und das tun Russen auch. Sie laufen durch das Flugzeug, sie stoßen andere weg und sie sitzen so schnell an ihrem Platz, du kannst so schnell gar nicht schauen. Sitzen schon wie Mäuschen und warten, bis das Flugzeug startet. Die Aufgabe erledigt. Puh. Europäer, wir steigen Europäer ein. Sie gehen ins Flugzeug und unterwegs planen sie, wie sie da sich hinsetzen. Und dann steht ein Europäer oder eine Europäerin vor seinem Sitzplatz. Was macht er zuerst? Er weiß genau. Zuerst nehme ich mein Gepäck und gebe das oben ins Gepäckfach. Danach ziehe ich meine Jacke aus und lege meine Jacke auch dorthin und danach setze ich mich hin. So läuft es ab. Und andere Menschen, die hinter diesem prozessorientierten Passagier stehen, sie warten einige Sekunden oder sogar einige Minuten, bis er fertig ist und sind geduldig, weil sie auch prozessorientiert sind. Sie setzen sich genauso hin auf ihren Sitzplatz. Und dann kommen Russen optionsorientiert, stoßen alle weg mit ihrem Koffer. Lass mich vorbei, ich muss zu meinem Platz. Ich muss schnell, schnell, schnell mich hinsetzen. Und wenn du das beobachtest, dann wird es dir irgendwie lustig und du amüsierst dich und du verstehst Menschen besser. Interessieren dich auch andere Metaprogramme, dann schreibe bitte in die Kommentare, welche Metaprogramme für dich noch interessant wären. Es gibt sehr viele und ich werde ein Video dazu drehen, machen. Interessiert dich auch das Thema kognitive Dissonanz? Denn in der letzten Zeit wird dieser Begriff auch überall verwendet, aber die wenigsten kennen sich damit aus. Ich wünsche dir alles Liebe, tschüss und bis bald.